Willkommen zu einem neuen Game. Willkommen zu einem neuen Cozy Game und zwar Haven Dog. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das wurde mir direkt auf Steam vorgeschlagen, ist auch sehr gut bewertet und es soll sehr cozy sein. Und ich finde, es sieht schon richtig cute aus. Wir können uns nämlich eine eigene kleine Stadt bzw. einen Hafen bauen. Und ich dachte mir, das passt doch ganz gut zu Dredge, das wir letztens gespielt haben. Und deswegen fangen wir einfach mal an. Falls ihr mehr davon wollt, gebt mir das gerne mit in Form von Daumen nach oben. Und natürlich die Klicks sind immer eine sehr gute Rate, um zu sehen, ob Leute Interesse haben. Natürlich auch die Kommentare. Und ich sehe gerade, dieses Huhn hier ist ein Hamburger. Genau, was gibt es hier denn alles so? Es gibt auf jeden Fall experimenteller Mehrspielermodus. Der Mehrspielermodus ist in Arbeit und läuft noch nicht stabil. Ressourcen sind möglicherweise nicht genau über die Spieler hinweg synchronisiert. Interessant. Interessant, das behalten wir im Auge. Aber dann würde ich sagen, spielen wir einfach mal, so wie sie es gehört. So, jetzt erstellen wir uns erstmal eine Figur. Ich möchte natürlich wie immer auch einfach mal Knutruhn, der Standardname. Das ist so das Beste überhaupt, Knutruhn. So, was gibt es denn so für Frisuren? Lass mal schauen. Ja, das fühle ich sehr. Lange Haare. Ich hätte eigentlich gerne einen Zopf. Muss ehrlich gestehen, bei solchen Cozy Games, da muss man immer schaffen. Das sind eigentlich zu Haare am besten. Die haben wir nicht, doch hier haben wir sie. Und dann mache ich einfach, ich bin sehr, sehr käsig. So, ich glaube, das passt. Haarfarbe, Haarkleidung. Ja, sieht aus wie ein Pyjama. Ich mag gelb. Das sieht doch nett aus. Das sieht doch süß aus. Oder das passt besser zu mir. Im Nachhinein muss ich sagen, Leute, ich habe mir sehr oft gedacht, eigentlich, ja, verspieltes Gnu, weil ich gern spiele. Aber ich glaube, in meinem Fall wäre verpeiltes Gnu doch fast besser gewesen. So, wir nehmen mal das. Das ist einfach so friendly. Friendly und das ist nett. Das will ich. Das ist so richtig friendly. Accessoires, was bedeutet das? Ein Zylinder? Was zur Hölle ist das? Eine Kochmütze. Oh, süß. Ewige Flamme. Ja, dass du ewig in Love bist. Oh, der Scheißhaufen auf dem Kopf ist gut. Ja, ich glaube, ich entscheide mich für die Blume. So, Einzelheiten. Hier, du bist so gut im Aufschieben, dass du andere dazu bringen kannst, sich selbst gut zu finden. Du möchtest sicher gehen, dass alles genauso ist, wie du es dir wünschst. Kein Raum für Fehler, Perfektionist. Lebensmittelfreund, Essen macht dich zufriedener. Allerdings bewegst du dich langsamer, wenn du hungrig bist. Blinde Hoffnung. Du bist voller Hoffnung und glaubst so sehr an das Gute in der Welt, dass andere entweder aus Mitleid oder Ehrfurcht zu dir aufschauen. Hoffentlich letzteres. streberhaftes Genie. Du bist wirklich gut in dem, was du gut kannst. Aber in allem anderen bist du eine umso größere Niete. Nachteule. Nachteule stimmt auch. Ich mach mal das. Welteinstellung konfigurieren. Was gibt's da? Tod von Charakteren gibt's auch. Ui. Umweltverschmutzung, Feuer, Siedler rauswerfen ist aktiv. Da kannst du unerwünschte Siedler rausschmeißen. Warum ist das nicht angehakt? Ist doch gut. Baugeschwindigkeit. Ich würde es mal so lassen. Wir können es später immer noch anpassen. Jetzt gehen wir rein in den Grind. Let's go. Okay. Du wachst benommen auf einer kleinen Sandbank auf. Du bist anscheinend mitten im Ozean gestrandet. Und ich bin immer noch glücklich. Mhm. Du findest etwas Holz, um eine provisorische Plattform zu bauen und benutzt Steine als Werkzeuge. Also ich werde direkt verloren, Leute. Sieht aus, als müsstest du mehr Plattformen bauen und erweitern. Du kannst dich nicht erinnern, wie du hierher gekommen bist, aber du musst einen Weg finden, um zu überleben. Mhm. Und beten, dass jemand dich finden wird. Ja, Coconut Island. Tipp, wenn... Oh, der Tipp ging so schnell weg. Okay, oh, es ist cute. Also, wir fangen hier also an. Ich kann mir das Holz holen. Bewege dich mit WASD und Pfeiltaste. Okay. Drücke Ü oder Plus, um die Kamera zu drehen. Oder halte rechte Maustaste. Man hat doch die rechte Maustaste gedrückt. So. Okay, gefällt mir schon mal sehr gut. Ist schon mal sehr cozy. Baue ein paar Plattformen. Ich hole erstmal das ganze Stuff. Zu weit entfernt. Ah, okay, ich verstehe. Das gibt's auch noch. Okay, da hinten sind Hühner. Da wollen wir hin. Wo sind wir überhaupt? Das heißt...
müssen uns quasi nach und nach aufbauen, um diese kleinen Welten hier mit einzubauen. Das ist eine cute Idee. Jetzt bauen wir mal ein paar Plattformen. Plattformen produzieren, erweitere dein Bauareal durch Plattformen. Auf ihnen kannst du andere Bauwerke errichten. Zum Bauen wird Holz benötigt. Okay, Holz haben wir. Wo sehe ich denn meine Holzanzeige? 5 Holz, okay. Haben wir die? Die haben wir höchstwahrscheinlich. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung der Hühner. So, wie viel Holz? Aber eigentlich wäre es fast schlauer. Ich gehe hier hin, dann kann ich mir nämlich die hier einsammeln. So, Tipp Bewegung. Es steht nichts drin. Plattform bauen haben wir jetzt auch gelernt, sehr gut. So, was kommt als nächstes? Aufbewahrungskasten produziert. Pumpe produziert. Mithilfe kannst du von Hand Meerwasser sammeln. Ah. Packt man die am besten hin? Hm, wahrscheinlich muss die schon ins Meer. Kann man die auch drehen? Ich mache jetzt einfach mal hier hin, zu weit weg vom Bau, entfernt vom Bau. Okay. Komme ich überhaupt noch vorbei? Yes, komme ich. Okay. In Arbeit. Output. Kein Arbeiter. Pumpen. Ah, das muss ich selber machen mit E. Okay, schon mal gut. Wir haben schon mal Wasser. So, ein bisschen wie Raft. Alles cool, wenn man das zusammenspielen kann. Das kann ich mir doch dann definitiv ganz gut vorstellen. Okay, dann haben wir das jetzt, glaube ich, voll. Stopp. Ist zu weit weg. Der Fisch auch. Okay, wir sammeln aber mal ein bisschen mehr. Aber ich habe das Konzept, glaube ich, schon verstanden jetzt. Okay. Kann ich das Produkt jetzt auch nehmen? Ah, Wasser. Kann ich jetzt so in meine Tasche packen. Okay. Alles klar. Wie schließe ich denn das Fenster wieder? Kein Siedler zugewiesen. Da kannst du später auch quasi Leute hinzufügen. Schon mal sehr gut. Komme ich da ran? Nee, zu weit entfernt. Okay, ich glaube, hier vielleicht an den Leuchtturm jetzt auch gleich mal ranzugehen, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Aber hier gibt es noch mehrere Sachen. Eine Brücke, eine stabile Grundlage, um tiefe Gewässer zu überbauen und nahegelegenen Inseln zu überreichen. Das ist jetzt wahrscheinlich das, was ich jetzt brauche, aber die brauche ich wahrscheinlich erst ab hier. Was ist das hier? Aufbewahrungskiste. Siedler können ihre überschüssigen Ressourcen lagern. Okay, da wird mir gerade ganz viel angezeigt. Was ist das? Destillation. Ah, da kann ich erst das Meereswasser dann quasi zu Wasser machen. Ich weiß gar nicht, wie ich alles jetzt gerade hier hinpacken möchte. Ich mache mal hier meine Dinge ein bisschen größer. So, dann kann ich nämlich... Kann ich das hier nochmal wegschieben oder so? Hier auf U. Aufwerten. Umdrehen. Bauwerk bewegen. Ah, nice. Ihr könnt es auch immer... Oh, ich liebe es, wenn du Sachen wieder verbauen kannst und nicht ewig abbauen musst. Ich hasse es. Okay, dann packen wir das mal hier hin. Dann können wir nämlich unser Wasser theoretisch... Ja, hier jetzt reinpacken. So. Dann wird es jetzt zu Wasser, hoffe ich. Ja. Ja. Ja, Leute. Ja. Ja. So, okay. Dann haben wir das hier, hier. Und hier müsste dann eigentlich jetzt mal diese Brücke gemacht werden, wenn ich die überhaupt bauen kann. Erforsche, tauchen und erreiche das Bauwerk. Okay, es geht noch gar nicht. Ich wüsste auch nicht, warum ich das jetzt hier machen sollte. Das Wasser ist zu tief. Ah, okay. I see, I see. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Aufhören. Abbrechen. Ich will jetzt die ganzen Sachen hier sammeln. Ist zu weit weg. Ja, wenn es doch so leicht wäre, auf einer Insel so zu überleben, Leute, ne? Dass du auf einmal von nichts diese Sachen erbauen kannst. Das wäre doch schön. Okay. Sammeln noch ein bisschen. Vielleicht sollte ich auch noch auf die Insel gehen. Ich bin unsicher. In meinem Inventar. Habe ich irgendwie Hunger? Es geht noch. Tipp, Wasser beschaffen. Ja, das bin ich gerade dabei. Ich bin gerade dabei, jetzt wird es auch dunkel. Werkstatt. Hier kannst du Forschung betreiben, um deine neue Bauwerke, Ressourcen, Technologien freizuschalten. Gut. Dann würde ich sagen, packen wir das auch mal hier hin. Wo kann ich das nochmal drehen? So. Zu weit entfernt vom Bau. So. Werkstatt. Forschen. Wähle eine Technologie. Landwirtschaft. Schaltet das Wissen frei, um das Vogelhaus zu bauen, das Vögel anlockt. Ihr Kot enthält Samen, die du auf Farmen platzieren kannst. Ja, ich habe gesagt, Scheiße ist wichtig. Gut, wieso kann ich das nicht machen? Also ich muss mir was aussuchen, oder? Nee. Oder geht es einfach noch nicht? Kosten. Ach, ich brauche Wasser. Ah, dann kann ich mir das doch jetzt einfach nehmen. Müsste ja dann theoretisch gleich gehen. So. Okay, ja. Okay, jetzt forschen wir. Sehr gut, so muss es sein. So. Okay.
Als nächstes geht Feuer. Dafür brauchen wir dann aber rohes Gemüse. Und so, dafür brauchen wir erst die Samen. Und die Samen, da bekommen wir quasi, lässt Produkte auf Farmen dauerhaft 10% schneller wachsen. Dafür brauche ich Scheiße. Okay, schön, dass das Spiel es so benennt. So, es gibt so viel cozy Games, die ich einfach nur reinsuchten möchte. Ich muss auch wieder ein bisschen mehr Disney Dreamlight Valley spielen. Es gibt gerade einfach zu viel, Leute. So, vielleicht sollten wir da mal rübergehen. Die Glühwürmchen machen mich wirklich sehr, sehr irre. Pier bauen. Du weißt noch nicht, wie ein Pier geht. Och Mensch, ich kann nirgendwo andocken, verdammt. Okay. Was gibt es hier noch so? Den Fisch. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen Wasser mal pumpen. Einfach damit ich ein bisschen was habe, weil langsam habe ich auch ein bisschen Durst, aber es geht noch. Es geht noch, Leute. So. Zwei. Ja, ist halt praktisch, wenn du später mal Leute hast, dann können die das alle machen. Und natürlich auch hier, wenn ihr das Spiel spielt und kennt, Tipps und Tricks sind gewollt und gewünscht. Backseat Gaming aktiviert. Was ist am schlauesten? Wo fängt man am schlauesten an? Wo baut man am schlauesten hin am Anfang? Ich muss ja gerade noch so viel ohne Kiste. Ui, da war jetzt aber viel drin. So, Code habe ich ja, glaube ich, immer noch nicht. Habe ich alles immer noch nicht. Aber den Code müsste ich eigentlich jetzt bekommen. Kann ich hier irgendwo pflanzen schon mal? Nahrung? Ah, hier, genau. Jetzt muss ich das Vogelhaus bauen, damit die kommen. Und hier hoffentlich alles zuscheißen. Und dann haben wir noch Farm, genau, was ein bisschen produzieren. Ich mache das hier mal alles ein bisschen größer auch. Ist langsam ein bisschen klein alles hier. Ja, ja. So, und dann machen wir nämlich hier einmal sowas hin. Ich brauche zwar noch, was ist das hier? Eine Falle. Versuche Vögel zu fangen und außer Gefecht zu setzen. So nennt ihr das also. Verschiedene Köder locken unterschiedliche Beute an, die wiederum verschiedene Ergebnisse liefern. Okay, das heißt, ich soll die einfach kaltblütig umbringen. Ein Pinguin! Oh, das sehe ich ja erst jetzt. Ich muss zu dem Pingu. Was haben wir hier noch? Hier wird was Neues angezeigt. Abkürzung. Was hier? Grundlegende Bauwerke, die du für den Start erforderlich sind. Okay, was brauchen wir da? Was sollen wir bauen? Hier das Dock, das Pier. Das muss ich unbedingt noch freischalten. Ich weiß aber gerade nicht wie. Und die Brücke, kann ich die jetzt bauen? Nee, ich muss Stahl erst herstellen können. Okay. Haben wir schon irgendwie Vögel am Start? Nee, da wird gerade noch gekackt. Es wird gerade für Input gesorgt. Aber ich glaube, ich habe noch genug Holz, um vielleicht auch mal mich hier einfach ein bisschen auszubauen. Nicht genug Holz, das werden wir gleich ändern. Komm her, ich will dich. Ich will dich haben! Du musst sie unbedingt haben. Ich lasse dir die ganze Zeit das Holz und alles vorbeitreiben. Was ist hier denn eigentlich untergegangen? Frage ich mich. Boah, die ist schon eine Riesenfalle für so einen armen Vogel. Oder wollen wir etwa den Pingu umbringen? Zu dem würde ich auch gerne gehen, aber dafür brauche ich noch Dinge zum Andocken. Diese riesen komischen Goldfische machen mir auch Angst. Und Flop. Sehr gut. Was haben wir hier? Flop. Dann haben wir wieder Holz. So, dann machen wir das hier mal größer. So, ein bisschen ausbauen hier, dass es einfach ein bisschen größer ist. Sehr schön. Ja! Ist doch schon richtig schön hier jetzt. Da hinten ist auch noch was. Da ist auch ein Mensch. Da hinten ist ein Mensch. Oh, vielleicht sollten wir da doch mal ein bisschen näher hingehen in die Richtung. Aber zuerst hätte ich gerne mal ein bisschen mehr Holz. Doch, das Spiel gefällt mir. Also ich merke immer schnell, ob mir Spiele gefallen oder nicht. Aber das ist definitiv was, wo ich sage, gefällt. Definitiv gefällt. Macht Spaß. Ich bin halt immer jemand, der dann sagt, oh, hoffentlich gibt es die Games auch für die Switch, weil ich bin jemand, der sehr gerne eingekuschelt im Bettchen so Sachen zockt dann noch. Ich glaube, da seid ihr auch ähnlich. So, das hätte ich gerne. Die Kiste, nein, ich habe die Kiste verpasst. Okay, gucken wir mal, was hier so geht. Ah ja, da haben wir schon was. Gut. Das hatten wir vorhin schon, das heißt, kann ich schon längst Samen reinsehen. So. Okay, da wird gerade was gesät. Wasser brauchen wir aber auch noch.
Das heißt, hier würde ich mal pumpen. Die würde ich mal alle abholen. Und... Oh, da ist eine Kiste. Komm her. Nein. Ja, gut. Und dann würde ich tatsächlich hier einmal das reinpacken. Und das muss bestimmt auch gegossen werden, oder? Ja. So, hätte ich nicht gedacht, dass es eigentlich so einfach ist. Roher Fisch. Ah, der ist ja dazu, dass die kommen. Interessant. Und vielleicht baue ich mich doch... Ich weiß ja nicht, ob ich mich zu dem Pinguin schon rüberbauen kann oder ob es dann wieder heißt... geht nicht. Sonst würde ich mich hier einfach mal ausbauen. Einfach damit man hier auch mal das ganze Zeug einsammeln kann. Was hier so rumdümpelt. Ich glaube, ich kann es am Ende ja sicherlich auch wieder alles abreißen. Hoffe ich zumindest. Zu weit entfernt, was? Ah, okay. Das nehmen wir auch noch. Kiste ist auch nicht da. Ich würde halt gerne rüber zu den Hühnern. Dann geht es halt richtig ab. Haben wir schon Kot? Den Kot kriege ich, glaube ich, erst, wenn ich einen Fisch habe. Könnte ich mir vorstellen. Und da drüben würde ich auch gerne hingehen. Tipp zum Farmen. Gerne doch. Baue Vogelhäuser, um Samen zu erhalten, habe ich. Baue eine Farm und wähle sie aus. Wähle im erscheinenden Pop-Up-Fenster eine Pflanze aus, die du anbauen möchtest. Du benötigst 4 Samen. Die Pflanzen wachsen mit der Zeit automatisch auf einer Parzelle, können bis zu 4 Pflanzen angebaut werden. Wenn die Pflanzen ausgewachsen sind, kannst du sie ernten, indem du das Output-Feld der Farm auswählst und anklickst. Füge neue Samen in das Input-Feld ein, damit die Pflanze wachsen können. Okay, hab ich ja. Das ist ja alles schon passiert. So, den Fisch. Komm schon, komm schon. Ja. So. Da haben wir schon was. Und brauchte ich nicht... Hier für die Forschung brauchte ich doch das hier. Damit ich nämlich Feuer und Kohle machen kann. Yes. Ich glaube, zusammen ist es noch geiler. Da der Modus aber ja gerade gesagt hat... gesagt worden ist, dass der Modus noch nicht so gut ist, würde ich das jetzt noch nicht spielen, aber sobald der ausgebaut werden sollte, würde ich das gerne mit jemand spielen. Ich könnte mir Maxi da sehr gut vorstellen, der bei sowas ja immer sehr cozy ist und auch Bock hat zu farmen. Aber das schauen wir einfach mal. Yay! Holz und Holzkohle. Was gibt's als nächstes? Garküche. Hier haben wir noch Düngemittel. Ich würde halt gerne dieses Dock bauen. Wassertank, Netze. Wo ist das Dock? Hausbau. Das Dock muss doch schon irgendwie früher zu bekommen sein. Die Kiste hätte ich sehr gerne, bitte. Das ist zu weit entfernt. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Hohn. Verdammt. Bäm. Okay. Dann haben wir hier nochmal einen. Sehr gut. Dann können wir aber nochmal 2 reinpacken. Wasser vielleicht auch noch. Und hier bei den Vögeln brauchen wir einfach nur rohen Fisch. Ich glaube, dann kommen noch... Ich hatte schon ein paar. Ich hätte draufklicken müssen. Mist. Ich würde gerne mal zu ihr rübergehen, aber eigentlich nehmen wir jetzt einen Grill. Das ist sehr gut. Den mache ich jetzt nämlich auch gleich nochmal hin. So, Grill. Und das hier würde ich auch gerne noch einmal bewegen. Und zwar hier hin und drehen kann ich es auf R. Ups. So. Und das kann man dann doch eigentlich so lustig. Ich kann das hier auch drehen. Würde ich auch gerne dann vielleicht hier hinten hinpacken. Oder hier. So. Okay. I need stuff. So, und das hier bitte auch. Und zack. Und den Fisch hätte ich gern. Obwohl, Fisch kann ich jetzt eigentlich wahrscheinlich schon selber braten. So, komm her. Dich will ich. Du. 10.000 Kalorien Fisch. Die nehme ich auch mal alle mit. Ich will zu den Hühnchen rüber. Ah, da kann ich mich wahrscheinlich auch noch nicht rüberbauen. Ein Feuer wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, richtig cute. Da brauchen wir aber Holz.
Und Stein habe ich noch nicht. Eigentlich noch kein... Kann man da auch irgendwas anderes reinschmeißen? Ah, da kommt dann quasi, wenn ich es brenne, jetzt das raus. Stein. Ah. Braucht mir nicht Stein noch für irgendwas anderes? Zum Her. So. Dann bauen wir jetzt einfach mal vor zu den Hühnchen. Aber ich glaube, das geht noch nicht. Eine Brücke. Da haben wir es wieder. Oh, ich kann sie jetzt bauen. Ah, ich brauche dafür Stein. Oder? Nee, ich bräuchte wahrscheinlich einfach nur Stahl. Das kriege ich aber die ganze Zeit nur aus den Kisten raus. Verdammt, da hätte ich mich vorhin schon rüberbauen können. Aber kein Problem. Die Kisten werden schon kommen. Eines Tages. Dann machen wir das auch nochmal hier hin. So. Hier. Her damit. Ja, da würde ich schon gerne rüber jetzt. Aber ich habe wieder einen Stahl. Ich habe einen Stahl wieder. Kommt der wirklich von hier? Nee. Kommt er nicht. Aber einen Stahl und ich brauche dafür 5. Oh, okay. Kann ich die abreißen und bekomme die Ressourcen wieder vielleicht? Geht das? Nee, es geht nicht. Egal, da müssen es jetzt die Hühner sein. Macht eher meistens Sinn. Nehmen wir noch die 2 Dinger mit. Und ich glaube, oh, es gewittert. Ich habe immer noch kein... Oh, wie cool. Es gibt sogar Wetteränderung. Witterung. Was zur Hölle war... Oh nein, was ist denn das? Oh nein, was ist denn das für ein Müll? Das brennt ja. Feuer löschen. Nicht genug Meerwasser. Nein. Shit, ich hätte pumpen sollen. Oh no, Feuer löschen. Feuer löschen mit... Oh. Okay, okay, ich sehe. Also, wir müssen hier... Ich werde jetzt mal ordentlich pumpen. Weil nur wenn wir pumpen, haben wir das... Können wir genug Wasser haben. Für den Fall, dass alles abfackelt. Okay. Ich habe es voll nicht gecheckt. So, was ist da los? Kein Problem. Alles ist gut. Der Vogel lebt noch. Ich glaube, er lebt nicht mehr. Er ist wirklich... Ja, er ist jetzt ein Stein. Also mal im Ernst, lebt er nicht mehr? Ich glaube, ich habe genug gepumpt. Aber so ein bisschen Trinkwasser machen wir noch. Die holen wir uns auch mal. Ich muss ja auch langsam mal was essen, oder nicht? Kann ich mir nicht auf den Grill was zu essen legen? Wie esse ich denn eigentlich? Oder kann ich auch mal einfach was trinken? Ah, ja, so. Und hier mal so ein paar Bärchen essen. Und mal so ein Kohl essen. Ja, why not? So, als nächstes zum Forschen brauche ich einen Backstein oder halt diese Vogelkacke. Aber irgendwie gibt's die nicht. Die Vogelkacke. Wie kommt die denn nochmal? Ein gemütliches Haus, es wird durch Vogelkot verschmutzt, aber darin kannst du gelegentlich Samen finden. Okay, wenn du einen Köder hast. Ja, okay, das bringt mir halt diese Samen einfach nur. Dann pflanze ich die da mal rein. Wenn schon, denn schon. Den fertigen hole ich mir. Und dann heißt es eigentlich sammeln. Ui, was war das? Glas. Oh. I found Glas. Und dann kann ich hier noch einen weiteren bauen. Und dann muss ich gucken. Ja, noch 2. 2 oder 3. Dann haben wir es. Ist nicht mehr so viel, Leute. Dann gibt's Chickens. Und als nächstes würde ich dann gerne rüber zu der Frau gehen, weil dann haben wir schon einen Menschen, der uns natürlich freiwillig helfen wird bei der Arbeit. Die wird einfach gezwungen, dass sie das nicht beunruhigend findet, wie ich hier einfach alles trade und mache und auf einmal so groß werde. Die ist so voll tiefenentspannt. Ich baue mich da jetzt hin, das ist mir jetzt egal. So, Kiste. You are mine. Du kannst tun, was du willst. Du gehörst mir. So, das bringt nämlich am meisten. Und die Kiste da drüben, die hole ich mir jetzt auch noch. Ich muss sagen, das macht wirklich Spaß. Ich will mehr Cozy Games. So, komm her, Kisti, 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 Kisti. Bitte sei bitte unnatürlich viel Stahl drin. Ja, sehr schön. Hier, das hole ich mir auch noch. Kann es eigentlich sein, dass ich auch durch so Pflanzen und sowas? Nee, da kriege ich keinen Stahl. Aber nicht schlimm. Ich hab's jetzt nämlich gleich. Nicht mehr lang, Leute. Nicht mehr lang. Und Essen geht eigentlich auch. Ich überlebe vor lang. Die könnt bei 7 vs. Wild mitmachen. Das wird die gar nicht interessieren.
Einmal steht da so ein Dock. Zu der rüber möchte ich auch noch. Ich habe doch eigentlich genug Holz, oder? Holz. Um eigentlich schon rüber zu gehen. Da brauche ich halt zwei Stahlbrücken und dann kann ich mich easy rüberbauen. Und hier auch. Was mit dem Mr. Pingu? Der braucht auch was. Die Stahl braucht es, glaube ich, immer, diese Stahlträger, damit es hier alles hält. Zu Mr. Pingu kommt man... Ah, doch. Der Pinguin macht ein seltsames Geräusch. Er sieht aggressiv aus und könnte dich jederzeit angreifen. Füttere ihn mit einem Fisch. Füttere ihn mit einem goldenen Fisch. Mit einem Fisch. Der Pinguin reißt den Fisch in Stücke. Du hast nicht erwartet, dass er so ein Blutbad, werden würde. Er hustet etwas Sand aus. Nochmal füttern? Ja. Du hast gespannt zugesehen, wie der Pinguin den Fisch verschlungen hat, aber danach ist nichts Aufregendes mehr passiert. Ja, ich gebe ihm noch einen. Der Pinguin reißt den Fisch in Stücke. Und schon wieder ein Sand. Sehr gut. Okay, mehr gibt es aber nicht. Sehr, sehr unrelevant hier. Da ist eine Kiste. Oh Gott, ich brauche die Kiste. Kiste. Ja. Super. Okay, wir haben es gleich. Noch ein letztes Stahlträgerchen. Was haben wir hier? Dekorative Elemente. Oh, süß. Das ist aber gerade irrelevant. Das brauchen wir gerade nicht. Erstmal die wichtigen Dinge im Leben. So. Chicken, ich komme! Damit öffnet mir eine ganz neue Welt mit den Chickens. So, lass mal aufpassen, dass ich hier nichts weiter baue. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass mein Dock ein bisschen eine Form hat. Ich möchte am Ende nicht, dass meine Town so hässlich aussieht. Oh, das ist ein goldener Fisch. Warte mal, was war das mit dem goldenen Fisch? Verdammt, da komme ich nicht ran. Oh nein. Vielleicht doch. Komm, goldener Fisch, komm zu mir. Komm zu mir. Oh nein, da komme ich nicht hin. Oh, es ist ganz knapp, wie gemein. Bitte, Fisch. Ah, wie ärgerlich. Ach Mensch, der wäre jetzt wichtig gewesen. Naja, da muss der Pinguin halt noch warten. Ich glaube, der ist so ein Zufallsgenerator, der dir halt tolle Sachen rausspuckt oder auch nicht. Könnte ich mal wieder ein bisschen Wasser pumpen? Immer arbeiten. Ich merke gerade, ich komme in Schludern. So. Reicht schon. Genug gearbeitet. Brauch nur noch eine Kiste. Eine letzte Kiste. Und ich würde auch gerne mal wissen, wie ich Backstein mache. Das wäre auch schön. Dass alles so weit weg ist. Was sind das? Ah, hier ist noch eine Kiste. Und damit können wir jetzt die Brücke fertig machen. So, Hühner. Huhn. Das Huhn ist glücklich und wird Eier legen, wenn es im Stall Futter gibt. Mhm, sehr gut. Gibt's ja, oder? Da ist ja Futter. Was ist das hier? Ein Unterstand. Ein dekoratives Element, welches aufgewertet werden kann, um Objekte in der Nähe vor Blitzschlag zu schützen. Okay, wie kann ich das aufwerten? Erforsche Unterstandaufwertung. Ah, das kann ich noch nicht. Okay, oh Gott, hoffentlich fackeln die nicht ab. Gut, dann haben wir schon mal Eier. Das ist gut. Hier wird mir auch noch was angezeigt. Aber ich glaube, sonst kann ich hier gerade nichts, weil kann ich das auch irgendwie pimpen? Ich glaube nicht. Da brauche ich überall Brücken, Brücken, Brücken. Ich würde jetzt gerne hier eine Brücke bauen, um zu ihr rüberzukommen. Damit wir jemanden haben, der für uns arbeitet. Um es mal ganz deutlich auszudrücken. Freundschaften werden hier nicht geschlossen. Ich brauche keine Freunde. Okay. Sehr gut, sehr gut. Diese komischen Riesenfische, was ist denn das? Hier ist wieder ein goldener. Oh nein, ich habe den goldenen verpasst. Okay, da muss man echt aufpassen, dass man die goldenen einsammelt, weil die kann man dem Pinguin geben. Ist da hinten wieder ein goldener? Habe ich das gerade falsch gesehen? Ja. Okay. Sammeln wir auch noch einen. Ich mache auch mal hier so ein bisschen weiter. Man vergisst das irgendwie alles komplett. Man kann ja hier auch komplett weitermachen. Das Vogelhaus ist gerade aber ein bisschen irrelevant. So, dann machen wir hier noch ein bisschen weiter pumpen. Nehmen wir das Wasser raus. Aber wann legen die Hühner Eier? Die waren doch jetzt schon die ganze Zeit alleine. So. Ich hätte jetzt auch langsam mal gerne ein Haus. So, Backstein und Kot. Ich habe immer noch keinen Kot. Wer macht mir denn nochmal den Kot?
Wer macht mir nochmal den Code? Nicht den Code, sondern den Code. Ist das ein Goldener? Nee, leider nicht. Da ist ein Goldener. Ja, komm her. Yes. Das ist was Besonderes. Und weil es so Besonderes ist, verschenken wir den, dumm wie wir sind, gleich weiter. So, jetzt mache ich aber erstmal hier die erste Stahlbrücke. Und hier fehlt dann noch was, okay. Vielleicht kann ich ihn auch bald selber schmelzen. Ich brauche halt einen Schmelzofen. Den habe ich leider nicht. So, was geht hier bei den Hühnern? Ist hier was drin? Ah, noch kein Ei. Hühner. Wird in einer Garküche hergestellt. Ah, okay, ich habe denen noch kein Essen gegeben. Ich brauche eine Garküche. Nur dann machen die ihren Job. Boah, ist ganz schön anspruchsvoll. Ihr Schweine. So. Mit goldenen Fisch. Der Pinguin verschlingt den Fisch. Stößt einen lauten Rülpser aus. Und du siehst entsetzt zu, wie er vor deinen Augen einen großen Haufen Kot auf dem Boden lässt. Hebt den Kot auf. Iiii. Du hast dich aus irgendeinem Grund entschlossen, den Kot aufzusammeln. Iiii. Und hast ihn in deinem Inventar abgelegt. Deine Hände sind schwarz und es wird Tage dauern, bis den Geruch loszuwerden. Fantastisch. Oh mein Gott. Da hinten kommt ein goldener Fisch. Das habe ich genau gesehen. Da hinten ist auch noch einer. Ich glaube, an den komme ich definitiv wieder nicht ran. Oder vielleicht komme ich doch ran. Moment. Du Schwein, hast dir genau die Route ausgesucht. Aber den da hinten, den hole ich mir jetzt. Und dann kann ich nämlich durch den Code etwas Neues lernen. Wie sich das anhört. Der heilige Code. Okay, dann lernen wir mal. Was gibt's denn so? Erforschen. Hier, erforschen. Muss ja drauf gedrückt halten. Ah, ne, muss ich nicht. Dauert einfach nur extrem lang. Lässt Produkte aus Farm dauerhaft 10% schneller wachsen. Okay. Hört sich vielleicht nicht so cool an, muss man aber eigentlich machen, um halt überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich weiter auszubauen. Deswegen. Lasst uns den Code coden. So muss das sein. So, 33% muss ich da eigentlich dranbleiben, während es erforscht. Erforscht es selber, lass mal gucken. Ja, gut, es erforscht selber, ich sehe es. Man muss nicht sitzen bleiben. Sehr, sehr gut. Was ich allerdings schon lange nicht mehr hatte, war eine Kiste. Und da hinten ist sie ja. Hallo, bitte lass mich dich erreichen. Ja. Verdammt, da war kein Stahlbalken drin. Mist. Was gibt es sonst noch so? Hol mal die Samen ab, das hier hinten ab. Ich würde halt gerne die Küche haben. So. Ich habe ja noch einen goldenen Fisch. Bin bereit, ihn dir zu geben. So. Ich lache jetzt mal. Lache. Du wolltest auf keinen Fall diese Kacke aufheben und lachst über die ganze Geschichte. Du hast 5% Zufriedenheit erlangt. Aber nicht im echten Leben. Sehr unbefriedigend. Was soll das? Okay, nächstes Mal nehmen wir dir die Kacke in die Hand. Nehmt die Kacke in die Hand. Düngemittel. Yay. Was gibt's jetzt als nächstes? Regenfänger. Dieses Wasserauffangsystem verbessert mit Hilfe von Regenwasser die Bewässerung deiner Farm. Mhm. Das kann ich noch nicht machen. Kiefern. Hebt dir ein Holz pro Kiefer. Das kann ich machen. Das forsche ich. Und die Küche hätte ich aber gerne. Wie kriege ich... Ah, das kann ich ja auch machen. Ich dachte, hä, wo brauche ich denn einen Brick? Ah, nice. Weil dann kann ich nämlich jetzt hier... Ach so, ich habe gedacht, ich brauche dafür einen Brick, den ich noch nicht habe. Oh Mann. Naja, ist egal. So.
Kann ich auch irgendwie mal schlafen? Okay, dann lass mal gucken. Imbissstand. Ein Ort, an dem Siedler mit weniger als 50% Sättigung sehr einfache Mahlzeiten zu sich nehmen können. Die habe ich ja noch nicht. Garküche, das brauche ich. Ich brauche die Garküche. So. Pack das trotzdem einfach schon mal hin. Mit der Garküche kann ich jetzt nämlich das hier Hühnerfutter machen. Dafür brauche ich aber ganz schön viel Stuff. Wo kriege ich denn das bitte alles her? Bitte? Bitte? Okay, was kann ich da kochen? Nicht genügend. Lass mal nochmal reinklupschen. Zurück. Medizin, Teriyaki. Voll süß, da kannst du richtig kochen. Bringt uns aber nichts, weil wir können es nicht. Außerdem muss ich auch mal ein bisschen was essen. So. Und kann ich hier vielleicht... Was brauche ich denn? Hühnerfutter. Ich brauche halt auch noch irgendwie Weizen. Wo kriege ich denn noch mehr Stuff her? Hier, ein Pier. Oh ja, das wollte ich auch unbedingt lernen. Ja, damit kann ich nämlich... Kann ich da nicht hier andocken? Mit dem Pier? Esstisch. Oh, süß. Ein kleiner Esstisch. Ja, natürlich. Und das Pier bitte einmal. Danke. So, Pier. Ein Pier zieht neue Siedler an. Bauer ist in der Nähe von Land. Wollte ich doch eigentlich gerne hier hinbauen. Wo kann ich das hinbauen? Hier, oder? Da war das doch. Yes. Oh, da kommt ja schon jemand. Wie bei The Last of Us so. Lass dich erstmal testen, ob du was hast. Okay. Und jetzt? Wie kommt der her? Okay, bra. Ich hatte nicht damit gerechnet, einen weiteren Überlebenden zu treffen. Ich dachte schon, ich müsste mich den Rest meines Lebens mit einem Volleyball unterhalten. Diese Anspielung. Ich sehe schon, du hast die Trümmer der DC-370 gut genutzt. Ein weiterer Überlebender. Ja, ich dachte, ich wäre der Einzige, wie auch immer. Du fragst dich sicher, wer ich bin. Nenn mich einfach Alf. Ich segle schon seit Tagen, lande aber immer wieder an der Absturzstelle. Schließ dich mir an. Es sieht so aus, als sei nicht genug Platz an Bord. Ich warte hier, bis du ein Haus gebaut hast. Wenn du dich fragst, wie man ein Haus baut, findest du in der Werkstatt Antworten. Statt dass er mir hilft. Eigentlich voll krass, dass ganz viele so Survival-Games damit starten, dass man ja eigentlich volles Schicksal hinter sich hat, Liebste verloren hat und alles. Und wir bauen ja einfach nur und denken uns, ja, egal, nichts geht, Leben geht weiter. So, man trauert überhaupt nicht. So voll das traumatische Erlebnis, aber dann direkt, okay, wir bauen jetzt hier eine neue Stadt, alles egal. Ich hätte jetzt gerne noch eine Kiste, um die Brücke hier fertig zu machen, um sie noch einzuladen. Und dann eventuell auch mal hier gucken, was wir in der Werkstatt noch erforschen können. Wassertank, oh, das wäre nice. Ja. Und ich hätte gern Netze, nicht genug Samen. Und ein Haus, dafür brauche ich aber Fleisch. Wieso brauche ich dafür Fleisch? Besteht das Haus aus Fleisch? Okay, dann muss ich also auch wieder hier die... hier habe ich wieder Samen. Damit kann ich jetzt theoretisch hier das hier erforschen. Das ist gut. Und dafür brauche ich noch ein paar Barren. Aber das ist mir noch nicht wert. Ich mache jetzt erstmal meine... Oh, schon wieder einen goldenen Fisch verpasst. Verdammt. Die Hühner brauchen auch noch Essen, dass die mir überleben. Faszinierend. Eigentlich wäre es cool, wenn ich denen jetzt gleich schon mal sagen könnte, mach mal dies und das. Aber der ist sich ja zu fein. Der bleibt ja lieber noch auf seinen Floß, als anstatt hier hochzukommen. Der Alf. Fische sind, glaube ich, auch ganz gut. Die Netze sind halt cool, wenn du halt so wirklich viele Netze hast. So wie in Raft, Leute. So, das sammeln wir uns auch mal alles ein. Und auch wieder ein goldener Fisch.
Hinten ist auch eine Insel. Ist echt voll das cute Konzept eigentlich, dass du immer weiter baust, immer neue Inseln entdeckst, drauf hinarbeitest. Yay, wir haben Netze freigeschaltet. So, wo sind denn die Netze? Hier. Okay. Was brauchen wir dafür? Und wo kommen die hin, die Netze? Hier dann. Okay. Ja, ist cute. Verstehe. Aber hier fährt halt einfach doch, hier fährt eigentlich schon sehr viel nach. So, es reicht dann aber auch erstmal. Oh nein. Oh nein, wir wissen alle, was jetzt gleich kommt. Jetzt brennt es gleich wieder. Oh, direkt in mich rein. Um Gottes Willen. Hilfe, wie erbarmungslos. Okay, was können wir noch machen? Erforschen. Wassertank. Forschen. Wird erforscht. Und wo kriege ich Fleisch her? Außerdem muss ich mir was essen und trinken. Okay, so, Wassertank. Was haben wir hier? Okay, Wassertank wäre jetzt schon mal nicht schlecht. Boah, riesiges Teil. Dann packen wir das mal hier hin. Trinken. Ah, okay, das kann ich da jetzt reinpacken. Oh, wow. Und dann kann ich es einfach hier raustrinken. Look at this, wie süß ich erfrischt bin. Und schon bin ich glücklich. Ja. Und essen müsste ich auch mal. Kann ich mir den... Boah. Die frisst den einfach blank. Okay, gut. Wenn sie meint, soll sie tun. Yay, da sind schon die Sachen alle drin im Netz. Okay, das ist schon mal sehr cool. Und wir können jetzt den letzten Part hier bauen. Und dann rübergehen. Den Leuchtturm gibt es auch noch. Der wäre auch geil, wenn man den baut, weil dadurch finden dich noch mehr. So, dann machen wir das mal hier hin. Platsch. Und hier kann ich mich dann eigentlich komplett rüberbauen. So, hey Girl. Sprich mit mir. So. Wenn du Flug erforscht und Vorrätige übrig hast, haben wir vielleicht eine Chance, diese uralte Technologie wieder zum Laufen zu bringen. Wer weiß, was sie kann. Wir können von hier fort oder wir könnten den Ursprung suchen. Vorräte prüfen. Du hast Flug noch nicht erforscht. Okay, magst du dann nicht zu mir kommen? War das jetzt alles umsonst? Nur um diese Info zu bekommen? Ja, mehr, weiter kann ich nicht zu ihr. Verdammt. Aber dann kann ich vielleicht hier überall Netze hinbauen, um nicht genug Blatt. Ah, dafür brauche ich Blätter. Okay, um halt maximal alles einfach abzulooten, was hier vorbeikommt. Die nächste Frage ist halt, ob man die Sachen, die man hier lootet, ob da mehrere Sachen immer reinhängen bleiben oder immer nur eine. Weil dann wird es halt stressig. Aber das werden wir gleich erfahren. Ich mache jetzt mal noch ein paar Netze. Ich brauche noch ein paar Blätter vor allem. So. Nicht genug Blatt. Wie viel Blatt brauche ich denn für so ein Ding? Ach, 3. Okay. Ich hätte auch gern ein Haus. Aber ich weiß nicht, wie. Auch Fleisch. Kann ich nicht einfach den Alf zu Fleisch verarbeiten? Der Alfi? Unser geliebter Alfi? Ich glaube, den würde keiner vermissen. So, was haben wir jetzt? War es ein Goldener? Ah, es war ein Goldener. Den gebe ich bestimmt nicht diesen blöden Pinguin. Der war so undankbar. Außer ich brauche noch ein bisschen mehr Kot. Da hat's Blätter. I need that. Gimme that. Nein. Die müssen jetzt eigentlich eh sich gleich auffangen. Das passt. Und was kochen würde ich auch mal gerne. So. Und dann nehmen wir das mal noch. Und machen hier noch was rein. Damit das alles immer schön am Arbeiten ist. Dann machen wir noch einen Fisch rein, dass es immer alles weiterarbeitet. Hm.
Okay, also ich hätte gerne jetzt als nächstes eigentlich ein Haus, damit diese ganzen Sachen, damit die ganzen Sachen mal irgendwie, die ganzen Leute mal auf meinen Dock kommen. Weil die Frage ist, brauchen jetzt auch alle ein extra Haus? Ist ja voll umständlich. Kann ich noch irgendwas erforschen? So. Hier, das könnte ich jetzt erforschen. Mit dem Stahlpfannen brauchen die Gerichte kein Wasser mehr zu kochen. Das ist halt schon nice. Regenfänger. Und das Haus. Fleisch. Ah, opens the Wikipedia to find out, wo ich das Item krieg. Rohes ungekochtes Fleisch, das auf einer Farm aus Hamburgern hergestellt wird. Es ist so roh, dass man fast meinen könnte, es lebt noch. Erhöht die Sättigung. Das bedeutet, ich muss ja irgendwo hin, wo ich... Wahrscheinlich hier, oder? Ich muss hier wahrscheinlich einfach weiterbauen, um da rüber zu kommen und Tiere zu finden, denen ich ganz fürchterliche Dinge antun muss. Könnte dies eventuell stimmen? Aber wie komme ich denn da rüber? Von denen aus muss ich weiterbauen. Oder wir gehen hier rüber. Da drüben ist auch ein Mensch, aber auch nur. Ich mache das jetzt hier weiter. Ich glaube, da drüben ist, was wir brauchen. Und zwar Tiere. Bewegt sich doch was. Die Musik ist so voll verwunschen. Ja, langsam werde ich aber schon groß, ne? Wie so ein Virus, das sich hier ausbreitet. Egal. Ich kann hier fast auch schon wieder... Das ist die Aufbewahrungskiste, habe ich auch noch gar nicht. Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr, aber ich mache das jetzt. Der Virus Knutruhen breitet sich schnell im Meer aus. Der hat nichts, gar nichts gefangen hier. Was soll denn das? Kaum baue ich da was hin, schwimmt da nichts mehr vorbei. Ist doch immer das Gleiche. Ich mache einfach ein Netz hin. Und der Aufbewahrungskiste habe ich auch noch nicht. Die baue ich einfach mal hin. Hauptsache, man hat sie einfach mal. Hauptsache besitzen, aber nie verwenden. So. Jetzt dürfen dann die Dorfbewohner, die es noch nicht gibt, einbauen. Ich bin schon so ready, aber niemand kommt. Sonst hole ich nochmal das ganze Holz hier ab. Ja, damit... Und dann würde ich gerne... Hey, das Huhn kommt rüber. Vielleicht kann ich ja hier mich noch zu einer Insel bauen. Oder geht das hier? Nee. Hier rüber kann man sich auch nicht bauen. Ein goldener Fisch. Es ist Zeit. Ich hab sonst nichts mehr. Darüber kann ich mich noch nicht bauen, oder? Ich würde so gern rüberkommen, aber ich kann nicht. Geht es wirklich nicht? Ein Pier? Was gibt's hier so? Hier haben wir nur Spaß. Werkzeuge. Ah, okay, das kann ich hier wieder alles abbauen, auch wenn ich will. Das ist gut. Aber... Ich bin noch nicht so weit. Ich frage mich, wo ich Fleisch herkriege. Vielleicht lese ich das jetzt gleich tatsächlich einfach mal nach. Und Wasser. Wenn man es schon hat, dann muss man es auch trinken. Sehr schön. Und dann würde ich auch noch mal ein bisschen hier pumpen, dass man die normalen Aufgaben nicht vergisst. Sehr schön. Da hätte ich halt wirklich jemanden gern, der das für mich abnimmt. Das ist total nervig. So, stoppen. Und dann können wir das nämlich hier reinpacken und wir nehmen das Wasser hier. Und das füllen wir dann wieder hier rein. So. Da hat es zwei Kisten, das ist sehr schön. Dann kann ich hier, glaube ich, noch eine Ding reinbauen.
Nicht genug. Oh Gott, immer noch nicht. Oh, es ist schön. Cute. So, kommt her, Kisten. Drei Kisten. Na, das ist doch mal... Da sage ich nicht nein. Den Fisch nehme ich auch noch mit. Nehme ich auch mit. Das nehmen wir auch mit. Und das da drüben auch. Und die Kiste auch. Haben wir echt viel Kisten, das ist supi. Da hinten bleibt eh hängen. Hoffe ich zumindest. Also macht auf jeden Fall Sinn, wenn man das Game Multiplayer spielen kann, weil dann kannst du wirklich looten. Dann macht der eine die andere Seite und du die. Macht allein natürlich auch Spaß, vor allem wenn halt dann auch mal die Leute endlich da sind. Die hier ja im Prinzip alle nicht auf mein Schiff wollen. Teriyaki. Oh, yum, yum, yum. So, jetzt gucken wir mal. Dann mache ich jetzt das. Ich erforsche es jetzt. Das haben wir auch noch. Das möchte ich bitte auch. Das. Ach so, man kann immer nur eine Sache forschen. Ah. Dann machen wir das jetzt erstmal fertig. Und dann sehen wir, was hier unten drin ist. Dann gucken wir gleich, wie wir Fleisch kriegen. Fleischi, Fleisch. So, 90% erforscht. Dann erforschen wir das hier noch. Und in der Zeit kann ich ja mal gucken, wo ich das herkriege. So bekommt man es. Wird in Farmen durch das Auswählen von Hamburgersamen angebaut. Schalte das Wissen frei. Du benötigst mit der Zeit Pflanzen. Hier wachsen mit der Zeit Pflanzen heran. Du benötigst Samen von Vogelhäusern. Genau, das habe ich ja. Schalte das Wissen frei, um das Vogel. Achso, das kann ich aber auch nicht machen. Kann auf dem Grill zubereitet werden. Okay. Aber wie kann ich den Hamburgersamen farmen? Wo ist Fleisch? Okay. Häufig gestellte Fragen auch. Wundert mich nicht. Boah, brauche ich dafür ewig. Mache ich aber mein Stuff weiter hier. Kann ich hier jetzt noch eventuell? Nee. Dann gucken wir mal, ob man hier einfach noch ein paar Sachen bauen kann. Oder ansiedeln. Es gehen ja nur die. Oder kommt da zufällig dann mal irgendwas anderes raus? Falle, Farm. Bar. Okay, kann man sich sogar die Sachen irgendwie anlegen. Witzig, wenn du die schneller hast. Okay, vielleicht muss ich die einfach wirklich immer wieder einsäen in der Hoffnung, dass man da dann was anderes rauskriegt. Okay, super. So. Jetzt hat das andere überhaupt noch genug Wasser. Das ist wieder ein goldener Fisch. Den hole ich mir. Dann gucken wir mal, was wir noch erforschen können. Ich glaube, erforschen ist mit das Wichtigste. Das habe ich. Hier, das forschen wir auch noch. Und dann schalten wir nämlich noch was Neues raus. Frei. Und hier kann ich auch nicht andocken. Müsste doch eigentlich gehen. Jetzt habe ich wieder nicht genug. Aber da müsste ich dann als nächstes auch mal hin. Das schalte ich jetzt auch noch frei. Ich weiß nicht, vielleicht gibt mir der Pinguin rohes Fleisch. Wäre eigentlich geil. Ich habe ja zwei goldene. Ja, jetzt habe ich wieder nur Kacke bekommen. Vielleicht kann ich mit der Kacke düngern. Geht das? Nee. Okay. Ein Haufen ekelhafter, glibbriger Kot. Wenn man ihn berührt, könnte man ziemlich krank werden. Okay, man kann es auch essen. Nee, danke. Nee, danke, du. So ist mein Inventar. Hier, Garküche, Wassertank. Kannst alles noch umändern. Zivilisation, Kalender. Prioritäten. Vogelhaus, Grill. Iglu, Lager. Höchste Prioritäten. Ah, okay. Wassertank, Destillator, Farm. Das sind die Prioritäten, die wir machen sollten. Okay.
Computer. Habe ich schon mal irgendwie was gekocht? Teriyaki kann ich machen. Das will ich jetzt einmal kochen. Hauptsache mal gekocht. Oh, sieht süß aus. Da liegt ein Fleisch drauf. Wo hat die das her? Das ist Betrug. Okay, jetzt haben wir ein Teriyaki gekocht. Das ist doch süß. Pasta können wir nicht. Da fehlen uns noch die ganzen Ressourcen. Aber sobald wir mal irgendwie Weizen oder sowas hätten, wäre das schon möglich. So, das kann man mir noch geben. Und dann mache ich noch hier die Brücke fertig. Platsch. Noch zwei Kisten, dann haben wir's. Da hinten müsste ich eigentlich auch noch, aber da hinten glaube ich nur so eine Art Aussichtsturm. So, Regenfänger, weswegen ich es fast wichtiger finden würde, dass wir in den Leuchtturm kommen und den reparieren. So, das ist auch erforscht. Wieso geht das nicht frei? Flache Farmen. So, was kann man hier machen? Plus eins. Schalte das Haus, den Wassertank, die Garküche und die Esstische frei, um die Grundrisse deiner Siedlung zu stillen. Wenn du ein Pier gebaut hast, kommen möglicherweise Reisende. Genau, dafür brauche ich dieses blöde Fleisch. So bekommt man es. Wird in Farmen durch das Auswählen von Hamburgersamen angebaut. Landwirtschaft. Kann ich das vielleicht irgendwie was anderes hier noch anbauen für Landwirtschaft? Nee. Produziert. Kann man nur das bauen. Grill, Vogelhaus, Garküche, Bar. Habe ich noch nicht. Geht noch nicht. Da kann man hier nur noch schön dekorieren. Ich weiß nicht, wie ich an das Fleisch kommen soll. Geht's mal rüber noch zum Leuchtturm und dann müsst ihr mir das beantworten. Weil wenn ich das hab, dann kommen die Anwohner endlich auf meine verdammte Insel. Davor sind sie sicher zu fein. Schon ganz schön frech. Lieber auf dem Floß bleiben, als zu mir zu kommen. Gerade, ob hier irgendwo Kisten sind. Kisten. Ich tue mir hier auch mal ein bisschen einfach noch anrodeln. Wer weiß, wenn wir das nächste Mal wieder Steine brauchen. So. Dann brauche ich jetzt noch Stahl. Und dann gehe ich zum Leuchtturm. Hinten ist auch wieder irgendeine Insel. Da ist auch wieder irgendwas. Und da ist eine Riesentown. Ich glaube, da komme ich noch gar nicht hin. Nee. Das ist noch zu... eine Nummer zu hoch. So, ein Fisch. Hinten ist eine Kiste. Das wäre für mich, glaube ich, auch so das Schlimmste. Irgendwo gestrandet auf dem Meer. Beziehungsweise... oh nein, es fängt an zu regnen. Ich wollte es gerade sagen. Oh nein. Bitte. Triff mich nicht. Hä, ich hab das gerade... oh Gott. Oh Gott. Der schreckt da immer leicht. Wahrscheinlich kann es auch kaputt gehen. So, dann haben wir das und dann kann ich da schnell rübergehen. Doch jedes Mal ein Blitz einschlägt, verdammt. So, jetzt bin ich beim Leuchtturm. Reparieren mit 10. 10 Stahl. Okay. Weil dann kommen ganz viele Menschen. Aber ich kann diesen Menschen ja nicht mehr was bieten. Das ist ja das Nächste. Ich kann denen ja nicht mal was bieten. Die wollen ja alle Häuser. Die Undankbaren. Also wir müssen irgendwie dieses Fleisch kriegen. Was kann ich denn hier grillen? Oh, gekochtes Fleisch. Aber das ist ja... wie, wo kommt denn das jetzt her? Ah nee, das brauche ich. Ja, dachte ich mir doch. So, grillen. Ich kann einen Fisch kochen. Und gekochtes Gemüse. Ich glaube, das bringt alles mehr.
als das, was ich jetzt gegessen habe, Roh. Ich will ein Haus. Ich würde einfach... Hier, Tastenkürzel. Okay, was steht hier? Siedler ernähren. Ich brauche keine Siedler ernähren, weil hier überhaupt noch gar keine da sind. Keiner hat Bock. Das sind alles Dieven. Dieven aus der Business-Klasse. Ich will auch auf diese Leuchtpilzinsel. Ich nehme noch die Blätter. Ich hab gar nicht gewusst, wie mühsam es eigentlich ist, Fallen zu bauen. Sonst hätte ich gar nicht so viel hingezimmert überall. Aber gut, ich sammle trotzdem alles ein, weil gegen später ärgern wir uns, wenn wir wieder die Hälfte nicht eingesammelt haben. Komm her! Okay, da hinten ist auch cool. Eine Insel. Wieder eine komplett große. Ja, Leute, ich sehe schon, wir sind schon wieder über der Zeit. Ich würde dann bis zur nächsten Folge die 10 Stahl sammeln und den Leuchtturm fertig bauen und würde sehr gerne noch eine Folge bringen, da ich gerne wissen würde, wie ich die Leute auf meine Insel bekomme, dass wir mal so eine richtige Zivilisation hier bekommen. Deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, ob ihr euch auskennt. Wie kriege ich das Fleisch? Was muss ich tun? Und bedanke mich immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, Daumen nach oben und ein Abo. Es ist leider sehr wichtig für den Algorithmus. Deswegen sagen wir es. Wir sind leider Knechte des Algorithmus. Und wenn ihr auf YouTube irgendetwas ändert, dann sind wir davon abhängig, damit unsere Videos gesehen würden. Deswegen würde mich sehr freuen. Natürlich auch über Kommentare. Das macht ihr immer fleißig. Und dann auch eure ehrliche Meinung zu dem Game. Bin ich sehr gespannt. Und dann sehen wir uns in hoffentlich der nächsten Folge.